Wenn das wirklich Spinne, aber es war ernst gemeint, haben Sie eine Ahnung. Wir müssen das ja noch x-mal probieren, deswegen, wir werden glatt umgekehrt, denn das hier, hier klappt ja nicht. Wir müssen doch hier am Landwehrkanal am laufenden Band sitzen bleiben. Das ist für alle anstrengend, auch für mich. Vorwachen, ja, die Bäcker. Ja, da kommt er. Hier ist also ungefähr 12 Kilometer lang, verbindet den heutigen Ostbahnhof mit dem Bahnhof Charlottenburg. Und die vier Gleise, die da oben drauf liegen, sind in den 1990er Jahren von der Deutschen Bahn völlig modernisiert worden. Im letzten Baum auf der linken Seite, da können Sie gleich ein eigenes Gebäude sehen, das ist ein ehemaliges Abwasserpumpwerk. Das 1881 in Betrieb genommen wurde, das war für einen bestimmten Sektor der Stadt zuständig, nämlich für das Radialsystem. Und dieses alte denkmalgeschützte Gebäude ist von einem privaten Investor vor zwei Jahren völlig umgebaut und erweitert worden. Hier sind moderne Baukörper hinzugefügt worden. Wenn Theaterstudios hier entstanden sind, der hat hier vor einem Jahr mal ein Resümee bezogen und hat gesagt, das läuft sehr gut, das ist völlig konkurrenzlos. Radialsystem gemacht wird in einem alten Abwasserpumpwerk. Wie heißt der Drache? Genau, gegenüber auf der anderen Seite, das ist hier drüben das Bürogebäude, das für Verdi, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, errichtet wurde. Hier ist die Bundeszentrale drin und auch die Landeszentrale Berlin-Brandenburg. Ich glaube, das in 1870er Jahren ist die älteste erhaltene, aus Backstellen gebaute Bogenbrücke. Selbstverständlich. Hier links liegt das ehemalige Ostberliner Grenzgebiet. Da wachsen die Bäume buchstäblich in den Himmel, wie sie wollen, seit dem 10. November 89. Was Sie hier links sehen, diese bunt bemalten Betonplatten, das ist ein schönes Zeichen dafür, wie Berlin mit dieser ehemaligen Teilung umgeht. Das sind der ehemalige Fundamentplatten der Berliner Mauer, die da oben mal drauf stand. Die sind also hervorragend geeignet zum Besprühen und zum Buntmalen. Und da kann man auch auf Liegestühlen sitzen. Das wird hier auch erst in der Regel am Nachmittag und am Abend voll. Da sitzen dann oftmals junge Leute und die wissen wahrscheinlich da nicht so richtig, was das mal war, worauf sie da gerade sitzen und sich wohlfühlen. Da kann man schön den Sonnenuntergang beobachten und die wollten einfach gar nicht wissen, was das mal war. Das ist also das ehemalige Mauerfundament gewesen, das hier jetzt noch erkennbar ist. Berlin ist ja eine seltsame Stadt, das wissen Sie sicher. Berlin ist also durch die jahrzehntelange Teilung geprägt. Auch die deutsche Geschichte hat hier zahlreiche Spuren hinterlassen, auf sie zukommt. Das ist ein Brückenpfeiler, der hier mitten in der Spree auf sie zukommt. Die Brommi-Brücke hat hier mal gestanden, 1909 war die gebaut worden und die ist 1945 im April gesprengt worden. Ebenso wie zahlreiche andere Brücken Berlins in der Vermutung, dass damit das Kriegsende noch irgendwie abgewendet werden könne. Diese Brücke hat daran glauben müssen, aber der Pfosten hier, der Pfeiler, der blieb stehen. Warum auch immer, ich weiß es nicht, vielleicht war das Dynamit ausgegangen und der blieb stehen und das hat natürlich nach 45 niemanden interessiert. Da hatte man andere Sorgen und nach der Teilung der Stadt, da war das erst recht nicht interessant. Genau genommen zwischen etwa 20 Meter von der rechten Keilmauer entfernt, im ehemaligen Ostteil der Stadt stehend, aber sozusagen zwischen den Welten hat das weder im Westen noch im Osten jemanden interessiert. Der Pfeiler steht heute noch so. Nach meinem Eindruck original im Zustand von April 1945. Hier sind zwar nach der Wiedervereinigung ein paar neue Schilder angeschraubt worden, aber ansonsten ist das hier ein Relikt unmittelbar aus dem Ende des Zweiten Weltkriegs mitten in Berlin. Die Brücke wird schon seit vielen Jahren neu geplant. Hier ist genau an derselben Stelle heute eine zweigeschossige Neubau von der Bemalungsaktion, die Anfang 1990 und im Sommer 1990 hier stattfand. Damals sind auf der Straßenseite, von hier aus auf der Rückseite der Straße, Gemälde aufgemalt worden. Die Themen waren damals Ende des Kalten Krieges und die Überwindung der Spaltung der Stadt. Sowohl die Gemälde als auch die Mauer sind in einem erbärmlichen Zustand. Auch diese Mauer wird hier auf dieser Seite immer wieder mal neu besprüht, wie man sieht. Das ist immer frische Farbe. Das ist nur eine Sichtblende. Das hatte wirklich nicht viel zu sagen. Diese Mauer, die zerfällt hier langsam. Der Senat hat zwar jetzt zugesagt, ein paar hunderttausend Euro zur Verfügung zu stellen, aber ich denke, das ist aber auch nicht. Auch wenn das Tor mit dreckigen Rohren, die links baut die Entertainment Group aus Los Angeles, eine große Halle. Es ist eine Mehrzweckhalle für 17.000 Besucher, deren Name schon im vergangenen Jahr vergeben wurde, O2 World. Heißt diese Halle, die wird im Oktober dieses Jahres eröffnet werden, im September. Und dieser Investor hat darauf bestanden, dass die Mauer eine Lücke bekommt, und zwar genau an dieser Stelle. Genau. Das ist bereitwilligst für ihn gemacht worden. Die Mauersegmente sind hier zur Seite gestellt worden, damit dieser Investor eine optische, die Kacke kann sowieso weg, Verbindung seiner Halle mit der Spree realisieren kann.
Die wird vermutlich bis Ende September angelegt werden. Die Baumarbeiten sind hier im Gange, rechts und links, da muss wahrscheinlich dann Rasen wachsen und ich denke, das wird dann hier ganz hübsch aussehen. Zwischendurch ein bisschen Werbung im Hollywood-Stil und dazu ein bisschen bunt dekorierte Berliner Mauer, ein Zeichen der Erschöpfung. Vor allen Dingen, außerdem Swing Sonntag, heute fahren die nicht alle zwei Minuten. Da ist auch wirklich Glück. Schade, dass wir nicht auf der anderen Seite sind. Naja, mal sehen. Wir haben ja noch ein paar Sekunden Zeit. Ist das nicht hübsch? Ja, diese Brücke also 1896 gebaut und für die Werbeausstellung in Treptow wesentlich geschaffen. In der U-Bahn-Etage, wie man das so leicht sieht, waren schon die Gleisanlagen eingebaut für die dann 1902 eröffnete erste Hoch- und Untergrundbahnlinie, die ja als Hochbahn die Spree überquert. Auch diese Brücke musste dran glauben. Hat die Brücke in der Brücke genannt und ist deutlich anders konstruiert, wie man leicht sieht. Die Brücke war also bis 1989 eine Symbol der Teilung in der Stadt, also die Brücke und nach 1989 nach der Wiedervereinigung ist das heute ein Symbol der Einheit geworden. Nochmal zur Erinnerung, auf der rechten Seite war die Uferkante, die Grenze hier, die Mauer einfach auf die Brücke selbst und auch die Spree war damals für die Ostbrücke. Was Sie auf der linken Seite sehen, das ist Osthafen-Gelände. Der Osthafen, damals 1913 eröffnet, als erster leistungsfähiger Flusshafen in Berlin, dessen Aktivitäten vor einigen Jahren völlig aufgegeben wurden und zugunsten des Westhafens verlagert wurden. Leute in Firmen auch, das ist klar, ein Getreidespeicher war das mal. Und die übrigen Gebäude hier in einiger Entfernung auf der linken Seite werden zum Teil von MTV, dem Musiksender, benutzt und andere Hallen werden benutzt von Modefirmen. Für die erfolgreiche Konversion so einer alten Industriefläche. Das Grundstück ausgesprochen ungewöhnlich, sehr schmal, also keine 70, 80 Meter. Das hat ausgezeichnet funktioniert. Das wird also hier ebenfalls durchweg benutzt werden. In der Mitte der Spree steht dort geradezu der Barbecue Man, eine Aluminiumskulptur des amerikanischen Künstlers John Zembrowski aus den 90er Jahren. Drei Aluminiumfiguren, die sich in der Mitte zu vereinen scheinen. Und der hohe Turm dort hinten, der gehört zum Dienstleistungskomplex der Treptower. Dieses Niveau des Landwehrkanals, das lässt sich mit Hilfe der Schleusen und der entsprechenden Flutkanäle und den Wehren da drin relativ leicht stabil halten. Das wird bei der nächsten Zeit noch so gehandhabt. Heutzutage ist dieser Pegel, den wir hier bei normalem Wasserstand im Landwehrkanal ansteht, 32,10 Meter über dem Meeresspiegel. Da fahren wir jetzt theoretisch jedenfalls gerade aufeinander.